ich wollte das machen. Ich wollte nicht mehr. Ich bin dann in meinen alten Lehrbetrieb zurückgegangen und ich war 3-4 Wochen dort und habe gemerkt, das ist es nicht mehr. Ich möchte irgendwas mit Seefahrt machen. Meine Mutter hat zu mir gesagt, du, jetzt musst du aber was arbeiten gehen, weil du sitzt hier nicht ein halbes Jahr zu Hause und machst einfach nichts, sondern musst jetzt auch mal was tun. Ja, dann bin ich zum Papiergroßhandel bei mir auf dem Dorf gekommen, bin auf dem Dorf groß geworden und die haben mich dann genommen, habe dann im Lager gearbeitet, Logistik gemacht, habe die Lehre dann auch dort gemacht, weil ich, wie das so ist mit 15, ne, man weiß nicht so richtig, was man mit sich anfangen soll. Und dann kam damals die Bundeswehr und ich habe mir damals überlegt, naja, vielleicht ist das jetzt mal die Möglichkeit, aus deinem kleinen, unbeugsamen schwäbischen Dorf mal rauszukommen und dann kam ich dann über viele lustige Umstände und Zufälle aufs U-Boot. Und das war dann tatsächlich die Zeit, wo ich dann das erste Mal Blut geleckt hatte. Und dann habe ich auch gesagt, okay, wo ich dann nach 15 Monaten nach Hause bin, habe ich gedacht, das wär's. Zu See fahren, das macht schon Spaß, da hätte ich Interesse dran. Tatsächlich kam dann die staatliche Seefahrtsschule in Cuxhaven um die Ecke. Ich habe dann meine Ausbildung bei verschiedenen Containerreedereien gemacht. War erstmal bei den sogenannten Apfelpiraten im alten Land damals und bin dann zu Erik Rickmers gekommen, der damals auch ganz groß im Aufbau war in Hamburg und konnte dann tatsächlich dann auf der Seefahrtsschule in Cuxhaven anfangen. Naja, so habe ich eben mein Patent in Cuxhaven gemacht, 2004. Bin dann noch ein paar Jahre Container gefahren, eben bei Rickmers, bei Erik, bei ER Schifffahrt. Und dann später noch bei der Hamburg Süd. Und 2008 dann habe ich einen Vertrag gehabt bei der Firma mit 4 bunten Buchstaben. Und 2008 dann auch im Herbst dann angefangen bei Hapag-Lloyd Cruises, damals noch Hapag-Lloyd Kreuzfahrten. Und so ging das dann sukzessive los. Und April 2016 war es ja dann soweit auf der Mein Schiff 4. Da habe ich dann Kapitän geworden. Dann habe ich ja damals den Kurbelwellentausch mitgemacht auf der Mein Schiff 6. Das war natürlich für alle Beteiligten eine große Sache. Ne? Also ich konnte es mir am Anfang auch nicht vorstellen, dass das so einfach funktioniert. Aber man muss auch sagen, dass die Firma damals Turbotechnik in Wilhelmshaven ja auch einen tollen Job gemacht hat. Das war ja schon eine Riesenaufgabe. Das war schon beeindruckend, auch ich denke für alle. Das war, sowas war wirklich noch nie da und hat ja auch super funktioniert. Das war schon eine tolle Erfahrung. Ich wandere auch gern zwischen den Welten. Ich habe auch gern Abwechslung. Also es muss jetzt nicht über 15 oder 20 Jahre das gleiche Schiff sein. Ich mache das gerne. Ich denke, es gehört einfach, um den eigenen Horizont zu erweitern dazu. Mir macht das Spaß. Hält auch noch so ein bisschen frisch. Ne? Also jetzt wieder gestern Manöver gefahren hier. Das war natürlich wieder von 140 Meter auf 320 fast. Die Masse der Kapitäne wird sagen, dass das auf jeden Fall mit dem Manövrieren, dass das auf jeden Fall am meisten Spaß macht. Also ich persönlich habe da viel Freude dran. Aber tatsächlich ist natürlich das Schifffahren, aber auch die Seefahrt an sich ist einfach, es gibt jeden Tag was anderes. Du bist jeden Tag woanders, du hast die verschiedensten Aufgaben, die dich erwarten und die du zu erledigen hast. Insofern, Seefahrt wird ja nie langweilig.